Grüß Gott, Herr Hafenecker, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen in dieser Jubelstunde, die Sie da abfeiern, und zwar zu Hause. Wenn ich das richtig sehe, Sie sind nicht in Graz, aber das, glaube ich, macht Ihrer Begeisterung keinen Abbruch. Danke, Fellner. Ja, tatsächlich, das ist ein unglaubliches Ergebnis, das die Steirer heute eingefordert haben. Wir sind sehr dankbar und demütig diesbezüglich und jetzt werden wir mal schauen, wie es miteinander ausgeht. Glauben Sie persönlich, dass SPÖ und ÖVP jetzt noch regieren können, angesichts der Mandatsverteilung, die Sie gerade bei uns gesehen haben? Die Frage ist, wie viel Denkzettel braucht die ÖVP noch? Ja, was glauben Sie? Ja, irgendwann einmal wird sich der Druck auf den Herrn Bundeskanzler Nehammer doch noch einmal erweitern. Und dann wird einmal darüber diskutiert werden müssen, ob jetzt nur der Sattel von Herrn Nehammer der einzige Sattel ist, um den es zu kämpfen gilt, oder um es um die österreichische Bevölkerung geht. Glauben Sie, wird dieses Ergebnis Auswirkungen haben auf die Bundespolitik? Was wir in der Steiermark heute erleben, ist ein Erdbeben. Und die Seismografen in Wien im Kanzleramt, die schlagen jedenfalls ganz stark an. Ja, und was erwarten Sie sich als Folge dieses Erdbebens? Schauen Sie, im Gegensatz zur ÖVP sind wir nicht diejenigen, die in andere Parteien einwirken. Ich gehe davon aus, dass die vernünftigen Kräfte innerhalb der ÖVP jetzt irgendwann einmal den Zeitpunkt wählen müssen, um mit dem Herrn Nehammer zu sprechen. Ja, das heißt, Sie glauben, Nehammer wird zu wackeln beginnen? Ich glaube, der wackelt schon. Also das hört man jetzt gerade. Nicht? Also angesichts des Wahlergebnisses in der Steiermark ist ja ganz klar, dass der Herr Nehammer angezielt ist. Sie haben ja üblicherweise sehr gute Informationen, Herr Hafenecker. Wird der Herr Kickl von der Hohen Veitsch runterrodeln nach Graz zur Siegesfeier der FPÖ? Wird er dort anwesend sein? Glauben Sie mir, also das wird alles ganz gut gehen und der Herbert Kickl wird jedenfalls im Marikunde ganz gewaltig zum Wahlsieg gratulieren. Persönlich heute. Wird er persönlich gratulieren? Wird er nach Graz kommen, ist die Frage. Ihrem Gefühl nach? Davon gehe ich aus.